Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear. Uff, pelzig und mit dicker Extra-Windeln. Ach du liebe Zeit, das war ja in der letzten Episode schon etwas vorzeichengebend für das, was hier kommt noch. Restless Memories, ruhelose Andenken oder Erinnerungen. Uah, Manometer. Okay, jetzt fängt das Säuferische wieder an. Ich hasse Fussellicht, egal ob das ein Horrorfilme, ob das ein Horrorspiel oder sonst irgendwas ist. Ich hasse Fussellicht. Verdammt nochmal. Boah, ich glaube, das Level hat es jetzt mehr. Oh Gott! Ich glaube, das Level hat es mehr in sich als andere bisher. Ach du liebe Zeit, was war dann das? Das war wieder dieses Zucken und Jucken. Ach du Scheiße, will ich doch wirklich rein? Mit diesem Jucken und Zucken und Hupsen und Hopsen. Oh Mann. Das ist wie bei solcher Geisterfilme. Oh Mann, das ist heftig. Das ist echt heftig. Okay, du. Sind wir jetzt an der Deck ausnahmsweise? Ach du Scheiße. Okay, es wird richtig heftig. Kranke Erinnerungen. Oh ja. Oh ja. Das sind nun mal kranke Erinnerungen. Ich kann das sagen. Jetzt sind wir auf einmal wieder unten. Also Lichtschalter betätige und du landest von der Deck auf den Boden. Das ist ja völlig logisch. Wie im richtigen Leben. Ach, uah. Okay, da sind wieder nur die Orte drin. Oder N-Orte drin. Und Pfeife Duwak und eine Tasche-Uhr und. Brille-Etui vielleicht noch. Ja. Du hast noch Ben. Nee, Akte. Kein Benzel. Benzel waren aber drin. Und da ist nichts. Oh, ich will mich nie mehr umdrehen. Ich will auch nie wieder eine Tür öffnen in dem verdammten Spiel. Kann ich nicht einfach alles mit dem Brett vom Kopf oder so machen? Das wäre super geil. Ich will nie wieder die zuckend und juckend Phrase hier. Oh, war das heftig. Flapping Horror, be quiet. Constantly flapping, eating our other rats. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern, fressen andere Ratten? Uiuiuiui, alles klar. Da wisst mal wieder Bescheid. Da ist alles klar bei dem jungen Gentleman. Nix. Nee. Okay. Huiuiuiui. Boah, bitte nicht die Zuckerin und die Juckerin. Ich habe mittlerweile echt Respekt vor dem Spiel, muss ich sagen. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Doch greint Annie. Ich hab nur. Herr Uff mit deinen Geräuschen. Also, doch greint Afra. Ich hab nur die. Sau. Oh nein! Ich hab nur die saudumme Befürchtung, wenn man da. Oh, und wie das zuckt und juckt da am Fenster. Ich will nicht reingucken. Ich hab die dappig Befürchtung. Sobald ich hier gehe, ist das nicht mehr eine Frau, die man trösten will. Sondern ganz furchtbar. Ich guck doch nicht hier. Ich guck doch nicht hier. Du kannst schon machen, was du willst. Ich guck doch definitiv nicht hier. Ich weiß auch, dass es da in dem Spiel Hinweise gibt, im Gegensatz zu anderen Horrorspielen, wo man jo immer schön gegen die Regeln verstößt und genau das Gegenteil macht von dem, was da steht. Sollte man bei Layers of Fear definitiv machen, was M hier gesagt wird. Und ich habe definitiv nicht vor, mir die Jumpscares zu geben. Ich springe jo jetzt schon wie Sau innerlich. Ihr seht's vielleicht nicht, aber ich springe schon wie Sau innerlich. Oh Mann. Hier wieder der Fahrstuhl. Ich muss mich jetzt umdrehen, um das Ding zuzumachen. Okay, da passiert noch nichts. Okay, machen wir das ganz zu. Und worum gibt es jetzt? Noch links oder? Okay, ja, wir gehen mal noch links. Das hat man beim ersten Mal nicht. Boah, und ich gehe zurück. Ich will nicht wissen, was da noch passiert. Okay. Was steht da Schickes?
Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Das finde ich sehr ermutigend. Ich frage mich, ob wir da angekommen wären, wenn wir noch rechts gedreht hätten. Na, machst du mal auf. Okay, du hast noch was drin, da können wir uns reinfliehen. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit. Ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50-Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch... Oh oh. Oh oh, ist ihm die Tochter weggenommen worden? Das ist natürlich heftig. Hat er wohl Scheiße gebaut. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Na großartig, mit dem Motto. Gehen wir natürlich sofort in den nächsten... Oh, natürlich in den nächsten 4X-Raum, der sich mal wieder toll verenerviert. Und bitte kill Fra, bitte nicht die Fra, bitte nicht die Fra. Okay, hier geht's weiter. Okay, Lecco Mio, alles egal. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt rein. Und was ist hier? Wie bist du denn? Okay, Rad. Okay. Da bin ich mal noch nicht... Ah, okay, da müssen wir sowieso durch, weil da ist nichts. Also wir kommen hier wieder durch irgendeinen Zauberspruch hier rein. Ne, das geht nicht. Okay. Ach, keiner hinter uns. Sehr, sehr gut. Das habe ich jetzt schon eine Hoffnung, dass es was wäre könnte. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich hier die Helligkeit so hochgeschraubt habe, weil in ganz, ganz dunkle wird es absolut furchtbar, denke ich. Da sind noch so mittelalterliche Handschelle und da ist noch ein Seil. Okay, jetzt sind wir hier im Bondage-Keller gelandet. Warum auch nicht? Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, schon so am frühen 20. Jahrhundert. Ach du Handy-Light, solche Interesse gehabt. Hör auf, du Rat. Und ich glaube, das hat schon wesentlich früher gegeben, so Interesse. Das war bestimmt nicht nur ein neuzeitliches Phänomen mit Bondage und Pipapo. Bitte krach jetzt nicht runter in den Keller, das wäre zutiefst begrüßenswert. Okay, Seidetapete, Flur. Da komme ich jetzt bestimmt nicht rein, oder? Oh, tatsächlich, ich komme hier rein. Oh, ein Badezimmer. Natürlich gehen wir ins Badezimmer. Oh, natürlich werden wir im Badezimmer eingeschlossen. Selbstverständlich. Ich will es nicht sehen. Ich will nicht sehen, was da hinter mir ist. Das macht viel Spaß. Lass mal lieber einer Fliege hier. Du brauchst dich nur kurz zu bücken, um mein Blümelein zu pflücken. Und schon geht er um die Welt. Ach ja, die ERV. Die Jugend. Ah, na toll. Na toll. Scheißen gruselige Bob. Silent Floaters. They clog. Clog, glaube ich. The Drains. Fewer in the water, no brains, nur no banes for me? Kornung? Ah, baths for me. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Alles klar. Nehme ich alles nur so als selbstverständlich hier. Ist absolut kein Problem, dass das jetzt hier gerade so passiert. Ich sehe das cool und gelosser. Wie immer. Okay. Da kann ich Licht anmachen, da kommt Wasser raus. Und der Schrank, da können wir uns nicht drin angucken. Schade. Machen wir wieder aus. Dann fließt es auch wieder ab. Okay, da wird es aber wieder dunkel. Bleibt das so? Die Geisterfrau, die ist nicht da. Sehr gut. Ja. Das machen wir so. Genau, sehr elegant. Und wie sieht's aus? Ich habe mittlerweile Schiss, der aufzumachen. Jetzt mal ohne Witz. Also, da kommen wir auch in.
richtig nette Gebiete hier von dem Hausreihe. Okay, Gott sei Dank verschlossen. Ich habe mittlerweile mehr Schiss vor deren, die aufgehen, als vor denen, die verschlossen sind, mal ganz ehrlich. Okay, da ist nichts. Okay. Ja, so langsam fängt das Spiel hier wirklich auf, aufs Gaspedal zu treten. Das am Anfang, das war wirklich nur Vorgeplänkel. Das war alles nur harmloser Quatsch bis jetzt. Und jetzt fängt das Spiel eigentlich erst so an, dass es uns hier zeigt, was möglich ist. Das nächste Level wird wahrscheinlich noch härter. Alle zu, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, wenn alle zu sind. Ah, okay. Ach, Motor. Ja, da muss ich natürlich aufmachen. Geht es bei den anderen Dingen auch? Oder wie schaut's aus? Nee, das ist ganz zu. Und das hat tatsächlich auch noch was. Okay, ja, cool. Die andere, der du hinne. Da wollte ich auch noch gucken. Ich glaube, ja, die hat auch was. Okay. Dann fangen wir doch von hinne an und arbeiten uns da vorne durch. Da ist nur Abstellkammer mit Apple und mit Töpfe, mit Wäsch, ja, Seil. Okay, aber sonst haben wir da nichts drin. Na gut, das ist recht unspektakulär. Wenn wir da wieder zumachen und sparen Stromkosten. Weißt du, Daivel, wie es in der Realität aussieht, was der du eigentlich schafft, der Hansel? Und ja, wir müssen seine Stromrechnungen nicht ins unermessliche jagen. So, was ist hier? Was ist hier? Okay. Da geht gar nichts. Doch. Da ist ein Schlüssel. Okay, cool. Jetzt habe ich einen Schlüssel gefunden. Das ist wahrscheinlich für die einzige Stelle, die wirklich verschlossen ist. Für die Doneva. Wäre es wohl gedacht sein, denke ich. Gerade mal gucken. Ja, die kann ich normal öffnen. Da wird es dann weitergehen, die Geschichte. Und da kann ich aufschließen. Okay, dann soll ich aber zuerst nochmal den stinknormale, optionale Raum betreten. Ist aber wieder so Abstellkammer, genau. Keine Ahnung, was da auf dem Boden liegt. Hier irgendein Schimmelpilz oder so ein Spaß, wird es schon sein. Pfui Deivel. Das sieht aus, als würden Pilze hier aus dem Boden wachsen. Höchstwahrscheinlich wird es das nicht sein. Aber es sieht irgendwie aus, als würden Pilze da rauswachsen. Das ist echt eklig. Okay, niemand vor uns. Kefratzen-Action. Und was immer hier drin? Bitte Kefratzen-Action. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Ja! Okay. Oh, nee. Heididdly ho, Dollarino. Ach, bitte mach nix. Von Liebe zu Wahnsinn. Mann nach Entführung der eigenen Tochter festgenommen. Früh am heutigen Tag wurde eine typisch ruhige und friedliche Wohngegend Zeuge einer Szene wie aus einem Kriminaldrama, als ein Mitarbeiter der Sozialfürsorge, unterstützt von bewaffneten Polizisten, das Anwesen von Max Mustermann aufsuchte, dem vormals bekannten und jüngst verwitweten Künstler. Außer Frau ist gestorben, okay? Offenbar war dieser unlängst in ein Kinderheim in der Innenstadt eingebrochen und hatte sich mit einer der drei jungen Bewohnerinnen der Einrichtung davongemacht. Nach Aussagen unserer Quellen handelt es sich dabei um die leibliche Tochter des Täters, die aus dessen Obhut genommen wurde, nachdem ein Familiengericht dies entschieden hatte. Nach erfolglosen Verhandlungsversuchen und aufgrund der Vermutung, dass der Mann dem Kind Schaden zufügen könnte, stürmte die Polizei das Gebäude und nahm den Verdächtigen fest. Augenzeugen berichteten, dass der mit Handschellen gefesselte Mann auf die Knie gefallen sei und wiederholt gerufen habe: „Bitte, sie ist alles, was ich noch habe!“, während Rettungssanitäter das Kind aus dem Haus begleiteten. Eine wahrhaft tragische Wendung. Oh Scheiße, das heißt, seine Frau ist gestorben. Ihm hätten sie die Tochter weggenommen, weil er auch wirklich ein Spinner ist. Und es alle erkannt hätten. Und ja, dann hat er so versucht zu entführen. Alter, du ekliges Ding. Oh, ich sehe es noch, wir kommen hier ins Kinderlevel-Reihe, wo man von deiner Sorge um die Tochter oder so jetzt heimgesucht werden. Es gibt bestimmt gruselige Kinder-Action oder sowas. Okay, da ist wieder was. Wand. Wand. Okay, wie könnte es auch anders sein? Wand. Ja, wer hätte es gedacht? Und du bist bestimmt jetzt auch nur Wand. Nee, okay. Es ist tatsächlich was. Du geht's weiter. Wow. Okay, was kommt jetzt? Uah. Oh oh.
Jetzt schwinden dann gerade wieder die Sinne. Ach du liebe Zeit. Irgendwie haben wir es durch den Gang gepackt. Ohne größere Schade. Und natürlich geht's in der Kellerei. Scheiße. Och Mensch. Bitte bleib so hell erleuchtet. Das wäre absolut ends Knorke, wenn das ginge. Aber ich habe die Befürchtung, es wird nicht hell bleiben. Okay, es geht in der scheißen gruselige Kellerei. Es war so klar, es war so... Okay, da hat sich was aufgelöst. Es war sowas von klar, dass uns das Spiel hier definitiv noch in den Kellerei führt, als Hauptlevel sozusagen. Spiel manchmal bin ich echt absehbar. Aber ich bin mal gespannt, was die jetzt für Teufelei hier für uns bereitgehalten haben. Da ist nix, okay. Okay, du löst dich auch wieder hier die Deck auf. Und dahin ist das Klavier wieder von der Frau. Vielleicht wird es gerade so in seiner Gedanke restauriert, wie das mal ausgesehen hat, bevor es verlasse und beschädigt war, das Ganze. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, irgendwie. Dass in seine Gedanke gerade so ein Film läuft und der sich vorstellt, wie die Gegenstände hier ausgesehen haben, als sie noch intakt waren. Ja, das passiert auch hiermit, mit dem Fass. Oder allgemein mit den Fässern hier. Ja, hier verschwinden überall die Decke. Vielleicht finden wir da auch noch irgendwelche Zeichnungen, Fotografie, irgendwas Optionales. Ist ja auch möglich. Das verschwindet jetzt bestimmt auch wieder, genau. Und es hat immer so ein leichter, dumpfer, vibrierender Sound, das Ganze. So ein Boom, wenn es passiert. Okay. Noch ist alles hinter uns sicher. Ich glaube, da ist nichts von Interesse oder so, ne. Also hier haben wir auch nichts, was wirklich wichtig wäre oder so. Oder was optional und schön wäre. Okay, dann müssen wir wohl zum Klavier gehen. Und dann wird uns bestimmt wieder irgendeine andere hässliche Erinnerung heimsuchen. Okay. Ach, das löst sich hier noch auf. Okay. Na gut. Dann probieren wir es nochmal. Okay, es spielt jetzt von sich aus. Musik, die ist so großartig. Und ich habe Gänsehaut wegen der Musik, nicht wegen der schwebenden Gegenstände. Okay. Alter Falter, ist das geil gemacht, oder? Es ist doch der absolute Hammer. Ich darf mich nicht schnell bewegen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wo ich hieß soll, um ehrlich zu sein. Wow. Irgendwas. Oh oh, jetzt ist alles duster. Nein! Ich will nicht, dass alles duster ist. Mach's wieder hell, Klavier. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw. Boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Okay, jetzt haben wir das nächste Fassgemälde gefunden, der Knocher. Von wem ist der Knocher? Okay, hier haben wir nichts mehr gefunden. Das heißt, ich mache mich hier so schnell wie möglich von der Socke. Und ich habe nun tatsächlich genug gefunden und habe das Level beenden können innerhalb von 20 Minuten circa. Das heißt, ihr liebe Leute, wenn wir jetzt im Atelier landen, kann ich hier die Folge sogar wirklich beenden. Das ist doch optimal.
Ist doch richtig gut. Ich denke, wir landen wieder in der Werkstatt. Ja, tatsächlich. Wir landen wieder in der Werkstatt. Und dann kann ich das Gemälde wieder erweitern. Und dann... Die Sache, du machen wir dann den Cut. Okay, da ist wieder nichts drin, nur Farb. Unser Buch. Nichts Neues dazukommen, oder? Ah, doch, doch, der ist Ender. Okay, ich glaube, ich werde es aber trotzdem nicht alle finden können. Das pissende Baby wieder. Mann, oh Meter, das Puller-Baby, das macht mich fertig. Du, der Stuhl ist jetzt ungeknackst. Ja, das ist dann das dritte Level gewesen. Und dann bleiben noch drei vor uns und es wird immer nur härter. Das Level fand ich jetzt schon... was der Psychoterror angeht, schon richtig, richtig heftig. Und ich denke, das nächste Level wird so richtig übel. Also wenn das jetzt schon so heftig war, meine Fresse, das kann ja nur noch heftiger wäre, das Ganze. Also, einfacher machen sie es uns definitiv nicht. Definitiv nicht. Okay. Da ist überhaupt nichts drin. Was für uns wichtig wäre, weil ich glaube, im Atelier finden wir sowieso so nicht so Sammelgegenstände. Na gut, dann gucken wir mal, was aus der Höhle jetzt wird, wenn ich die Knochen dazu gebe. Okay. Huh. Krass, was ist denn das jetzt? Ich kann es gar nicht sagen. Der obere Teil sieht aus wie ein Fisch, der hochspringt, oder? Also, das hier, was oben zu sehen ist, das sieht mal aus wie ein Fisch, der noch oben springt. Aber da ohne, ja, Gewässer oder Teich oder Tümpel oder irgendwas, wo ein großer Fisch noch oben springt. So sieht es jetzt aus für mich derzeit. Also, es erinnert man nicht wirklich an ein Gemälde von jemand. Okay, das am Anfang waren so Flamingos, dann war es Höhle, jetzt ist ein Fisch, okay. Ja, ich musste das Fleisch vom Knochen lösen. Anfangs war ich verloren, wusste nicht wie. Doch dann sägte ich es mit einer Handsäge ab, kochte es. Dann kamen die Knochen in einen Mörser. Ich musste einen besorgen. Schließlich war das nichts, was ich schon mal gemacht hatte. Zum Schluss gab ich das Mehl in weiße Farbe. Es gab eine hervorragende Grundierung ab. Ja, das ist dann wohl hier das Weiße. Meine Fresse. Okay, ihr liebe Leute, ich steht Sarah an derer Stelle. Oh, what if you fail? Was, wenn du versagst? Was, wenn du scheiterst? Steht Sarah an derer Stelle, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear Uf Pelzig. Also, machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.